Guck mal, Martin, was machst du hier? Ja, und alles verstampfen hier. Ja, ich rauche ein bisschen hier alles voll. Das siehst du überhaupt noch was? Ganz schön viel Rauch jetzt gerade. Haufen Flaschen und ganz merkwürdige Dinge, die da rumliegen. So, ich lege die Zigarre mal hier hin. Heute geht es darum, was kann man mit Rum denn alles machen überhaupt? Deswegen habe ich mal 2, 4, 5 Rums hier hingestellt und ein paar andere Utensilien. Wir fangen mal hier auf der Seite an und arbeiten uns bis zu einem Cocktail hier durch. Also ganz klassisch natürlich, man kann Rum trinken. Rum kann man pur trinken, Rum kann man in einen Cocktail trinken, Rum kann man in ganz einfachen Longdrinks auch trinken. Rum kann man aber auch toll kombinieren. Zum Beispiel diesen Clairon aus Haiti ist ein weißer Rum, der ganz traditionell hergestellt wird. Ein ungereifter Rum, das sieht man hier auch an der Farbe, ein ganz, ganz spannender, ein bisschen Süßkartoffel, ja auch obstig in die Richtung. Und den kann man zum Beispiel ganz toll kombinieren mit einer Schokolade. Und zwar zum Beispiel hier mit einer weißen Schokolade mit Kokos mit drin. Hier 30% Kakaoanteil. Das kombiniert zum Beispiel sehr, sehr spannend. Aber natürlich kann man auch andere Rums mit Schokolade kombinieren. Man kann mal ganz süße Rums ausprobieren mit Zartbitterschokolade, aber auch nicht so süße, mit einer süßen Schokolade, auch eine Zartbitter-Chili-Schokolade zum Beispiel ganz spannend. Also alles, was da neue Aromen mit reinbringt, da kann man einfach mal zu Hause sich hinsetzen und 6 Rums nehmen, 6 verschiedene Schokoladen und ausprobieren. Das Zweite, was man natürlich machen kann, besonders dadurch, dass wir ja Zigarre und Spirituosen machen, ist natürlich zum Rum eine schöne Zigarre genießen. Hier habe ich jetzt eine Euro de Monterrey zum Beispiel, das ist eine ganz leichte Zigarre und habe die Zigarre jetzt gerade schon mal mit dem Cask Finish Collection hier, mit dem Atlantico, der ist in einem Cognac-Fass nochmal gereift, der ist limitiert auf 3000 Flaschen von der Dominikanischen Republik. Der hat so ganz... ja, so ganz, ganz ölig, hat so Toffee-Aromen. Der ist pur schon sehr schön. Und dadurch, dass er diese Toffee-süßlichen Aromen hat, ist er halt mit der Zigarre auch ein toller Partner. Also wer da mal einen schönen Abend genießen will, Zigarre und Rum, auf jeden Fall perfekter Partner, könnt ihr super machen. Was man natürlich dann noch machen kann, ist, wenn man jetzt kein Raucher ist, sondern eher verschiedenste Cocktails auch mal ausprobieren will, das reiße ich jetzt nur kurz an, denn wir haben noch andere Videos, die dann genau darauf eingehen. Zum Beispiel ein ganz einfaches Ding ist eine Abwandlung von einem Dark and Stormy. Dark and Stormy muss immer mit einem Goslings Rum gemacht sein, mit einem dunklen, da kommt der Name her, deswegen sage ich Abwandlung eines. Man kann das natürlich auch die Kombination Ginger Beer, hier habe ich mal 4 verschiedene hingestellt, zum Beispiel hier von Fentimans, von Thomas Henry, Fever Tree oder Franklin & Sons, sind alles Ginger Biere, was nichts mit dem Bier zu tun hat, ganz klassisch, sondern es ist eine Ingwer-Limonade, die hier stehen. Diese sind alle alkoholfrei und die kombiniere ich dann mit einem dunklen Rum, mit Limette. Und da ist einfach ein Longdrinkglas mit Eis, Limette auspressen, reintun, mit Ginger Beer auffüllen und ganz zum Schluss kommt oben dann der dunkle Rum drauf. Das ist dann, wie gesagt, die Abwandlung des Dark and Stormies. Aber dazu das in einem anderen Video nochmal genau erklärt, wie das funktioniert. Das kann man alles mit dem Rum machen, also Rum sehr vielfältig und wir lassen uns jetzt weiter schmecken.